So, es kann auch schon weitergehen mit Let's Play Rogue Galaxy. Das blöde Monster ist besiegt und er rastet aus. Und sie denken immer noch, dass ich Wüstenklaue bin. Oh Mann, oh Mann. Dreifach Heilung, Wiederbelebung und naja, ist aber ziemlich mager für so ein Boss, ne? Pistole hat irgendwie so ein Max erreicht. Keine Ahnung, was das ist. Just as I thought. His potential may be greater than mine. Hat er also zugeschaut und haut ab, oder was? Na, das ist mir eine Wurst. Das ist mir einer. So listen, Mr. Claw. You got a real name or something? Huh? Oh yeah. I'm Jaster. Jaster Rogue. Jaster, eh? Good. Yeah, it's a bit weird to keep calling you Desert Claw. So from now on, if it's all right with you, I'm just gonna call you Jaster, okay? Now, let's get down to business. I'll be straight with you. Our boss says he wants to hire you. Would you come with us? Hire me? What? Why me? Good grief, isn't it obvious? You're Desert Claw, the legendary bounty hunter. And our boss, well, he wants to be a part of that. Let's just say he's scouting you for our team. These guys still think I'm someone named Desert Claw. That means he must be Desert Claw. I had no idea he was such a big deal. So is it. What is it, Jaster? Are you feeling all right? Yeah, I'm fine. So who is it that wants to hire me exactly? Our boss, Captain Dorgan Goa. Was a denn? Pirate among pirates. Ein Pirat unter Piraten. Dorgan Goa? The space pirate Dorgan Goa? You mean you guys do space travel? Of course. We're big-time pirates. We travel all over the galaxy. I mean, hunting has its moments, but tracking down immense treasure throughout the universe isn't half bad. Me. Up in space. Yeah. Yeah. I can see that. Not half bad at all. Our ship is hidden in the desert to the west of here. Why don't you meet up with us there? In the desert? Well, you know, we had a couple of minor issues and we couldn't actually dock at the spaceport. Okay. But look, Raumhafen. We'll get back to the ship first. You come meet us there before tomorrow morning. All right? All right. Ta-da! Ta-da! Hey, wait a minute. I haven't decided yet. Oh, you'll be there, all right. I can see it in your eyes. You were made for the pirate life. Ja, könntest du sogar recht haben. You need to take the west gate and head straight over the desert. Please be sure to prepare for your journey before setting out. We'll be seeing you later. Bye bye. Tanta. Tanta, Alter. Hört sich an wie so ein leicht homosexueller Mensch. Mann. Mensch. Mensch, was ist denn ein Mensch? Tanta. Oh mein Gott. Das sollte ich lieber lassen. So, und nun. Nächstes Kapitel. Suche nach nächstes Kapitelmarkierung, um die Geschichte voranzutreiben. Die Markierung weit weg, folge den Pfeilen, bis du dort bist. Manchmal gibt es keine Markierung. In diesem Fall kannst du dich zu verschiedenen Abenteuern aufmachen. Jawollo. Du warst bei der Markierung, aber da war nichts? Wenn die Markierung hellblau, also ein hellblauer Stern ist, könnte sich der Gesuch dort auf einer anderen Höhe befinden. Wenn du auch nichts finden kannst, wenn die Markierung. Was? Wenn du auch nichts finden kannst. Wenn die Markierung ihre normale Farbe hat, also ein gelber Stern, kann die Höhe etwas abweichen. Mein Gott, das Lesen ist halt schwer. Zieh dich also nach Wegen um, die in der Nähe sein könnten. Ja, ja, ja. Was denn nun? Miete ein Jago vor. Was, Alter? Vom West. Ach so, okay, ja, West. Ja, oh, was muss man denn hier, Mann? Wenn du Salgit verlassen hast, wirst du lange nicht zurückkehren. Nein!
Im Wohnbezirk kannst du Gegenstände wie die Enthüllung, Waffen und anderes kaufen. Bereite dich gut auf dein Abenteuer vor und spare 200 Z, um einen Jago mieten zu können. Also 200, den Rest kann ich verbrassen, also ausgeben bis... Keine Ahnung. Aber hier ist jetzt G, also diese Gs auf der Karte, wie man hier sehen kann, sind Geschäfte, ganz klar. Das sind zwei neue Geschäfte, da möchte ich jetzt hin. Ich hoffe, jetzt kommen keine Gegner mehr hier, so, die hier rumlaufen. Denn das Große ist ja besiegt, ne? Erstmal speichern, das ist immer ganz wichtig. Also, was ich jetzt an Heiltränke gebraucht habe, also... Das ist echt nicht wenig, also... Geht schon derb ab hier, also... Man muss in dem Spiel wirklich auch echt gut leveln, weil... Ich weiß nicht, also, wenn ich mal zurückdenke jetzt, habe ich da so kleine Erinnerungsstücke, möchte ich meinen, so, wo ich noch ganz genau weiß, wo ich, wenn ich mal nicht gelevelt habe, meinen die Gegner echt hier in Stücke zerfetzt und gerissen und alles einfach. Das, ich denke mal, trainieren ist ja schon ziemlich wichtig. Also ich glaube, ich ziehe direkt eine Truhe. Kann das sein? Ja. Da ist auch ein Haus. Ach nö, jetzt kommen wirklich noch Gegner. Ich gehe kaputt. Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Na komm her. Na komm. So. Yeah, ein Heiltrank. Ach so, meine... Was bedeutet denn das mit der Pistole? Ich jetzt noch keine Ahnung. Lass mal die Truhe öffnen. Ne, geht Trunk. Trunk. Och, wird noch vorbeigelaufen. Hallo! Hallo? Traurige Musik? Hallo? Ha, hö? Ha, hö? Keiner da, ne? Oh. Schade! Fernsehung! Oh ja, was läuft denn da? Ja, oh ja, interessant. Dragon Ball Z, aha. Aha. Ja. Scheint nichts zu geben. Naja, dann gehe ich halt wieder. Aber Hauptsache traurige Musik oder was? Zurück kann ich nicht. Okay. Okay. Was ist hier für ein Geschäft? Gut. Oh, falsche Rechnung. Ha. Guten Tag! Heilige Scheiße. Ich glaube, hier gibt's nichts. So drohnenmäßig. Nö, nö, nö. Die Kamera, die ist irgendwie ein bisschen. Dieser Laden ist auch gut davon gekommen. Wir haben nicht viel Auswahl, aber seht euch ruhig um. Werde ich tun. Kaufen? Kann ich irgendwas verkaufen? Das kann man, glaube ich, immer noch nicht verkaufen. Ja, ist klar. Auch kein Mensch, aber man kann es nicht verkaufen, jo. Ja. Okay, ja, gut. Kaufen auf jeden Fall. Ich habe aber gar nicht viel Geld. Schlecht. Flammenwerfer Stufe 2. Kältespray. Zu niedriger Level. What? Oder auch ziemlich zu wenig Geld, möchte ich meinen. Ausrüstbar. Flammenwerfer, Raketen, also das ist alles für den. Wilde Klinge. Ich denke nicht, dass es für mich so gut sein wird, denn ich denke mal, dieses übelste Schwert ist schon besser, ne? Steht aber auch nichts dran, oder? Kraft 30. Oh, ich guck mal, was meine hat, weil... Muss ja irgendwie schon dran stehen, denke ich. Irgendwie. Ausrüsten. Kraft 35, also die ist eigentlich schon noch relativ gut. 35 mit Kraft. Jo, wissen wir. Heißt es... Schwach alles hier. Allerdings könnte ich eine Waffe für den anderen Typ kaufen, ne? Zumindest den Flammenwerfer könnte ich für ihn kaufen. Ja, das sieht nämlich gut aus. So, und für den Rest kaufe ich Heiltränke. Oh, hier kann man gar keine Heiltränke kaufen. So, das nehme ich dem Typen mal mit, weil wir treffen ihn ja auf diesem Piratenschiff zu 100% wieder, möchte ich meinen. Und ja, dann gebe ich ihm das, was das hier. In Erinnerung an die Vernichtung des sinkenden Alchemisten, danke Chester. Oh, ein Dankesschild an mich, das ist ja nett. Feuer. Komisch. Bin ich da gerade, hä? Wieder hingekommen, naja. Gehen wir mal hier rein, in das andere Geschäft. Hallo!
Oh. Was war das? So, da steht einer. Gedacht, was ist das denn? Gut, dass die Bestien uns nicht zertrampelt haben. Ohne Laden keine Geschäfte. Nur herein, was sucht ihr? Heiltränke, wenn ich ehrlich sein soll. Eisenwürfel, nur ein einfacher alter Eisenklump. Oh, das kann ich aber gebrauchen. So einen muss ich mir auf jeden Fall mitnehmen, ne? Das ist klar. Wachtropfen, heilt bewusstlos von drei Charakteren. Nehme ich doch auch mal. Oh Gott, mein Geld, ich brauche. Oh, ich brauche Heiltränke, Mann. Oh, Scheiße. Halt, oh, ich muss auch 200. Oh, darf ich nicht? 200 brauche ich doch. Für das Mieten von diesem Jago, Schmago, Dingsen, Bumsens. Aber das reicht ja eigentlich auch. Also, ich bin jetzt. Das reicht ja auch, Mensch. So. I can go to space. But how am I gonna tell Raoul? Ja. Du kannst endlich in den Weltraum. Und du sollst die Chance schön nutzen, denke ich. So. Hier steht der freakige Freak. Hey Freak, geht's in die westliche Wüste? Ich kann diesen Jago vermieten. Wie klingen 210? Also die Währung heißt 10. Ich glaube, ich bleibe bei Z, weil 10... Hä? Z. Egal. Abgemacht. Meine Jagos sind schön und laufen wie der Wind. Na, wenigstens etwas. So, meine letzte Kohle, jetzt habe ich, glaube noch 4 Z. Jester. What? Wer will was von mir? Raoul, what are you doing? Raoul! Thought you could just leave without saying anything? Well, eigentlich schon. I'm sorry. I didn't want you to try to stop me. Me? Stop you? Why? I want to leave this planet and travel through space. I want to see new things and learn about this vast galaxy we live in. Mm-hmm. It's been my dream since I was little. Come on, Raoul. Raoul. What do you say? Gefällt ihm wohl nicht so recht. I'm sorry, Raoul. Aber wer genau ist er eigentlich? Sein Vater bestimmt nicht, so wie er aussieht. Thank you so much for raising me. Ja, nee. And taking care of me. Hat ihn eben nur aufgezogen und für ihn gesorgt. Vielleicht ist er ein Waisenkind, der Chester. Well, wenn er von einem Priester aufgezogen worden ist. Wait. I always knew this day would come. Do you remember when you were just a boy? We'd always look up at the stars together. Yeah. Of course I remember. Nein, Rückblättchen immer so. We'd gaze up at the stars and talk about outer space. You know, Raoul, I've made up my mind. I want to go into space one day. Really? And what would you do out there? Huh? Well, I don't know. I don't know. But I still want to go, for sure. Can I, Raoul? Huh? Can I? Of course you can, Jester. You can do anything you want. Ich finde das immer sehr lustig. Wie in anderen Spielen ist es genauso, wenn es irgendwelche Rückblenden gibt. Der alte Mann sieht vor, weiß ich nicht, 10 Jahren genauso aus wie jetzt. Oder vor 15 oder vor 20 Jahren, keine Ahnung, wie alt der Typ ist. Aber wie die immer alle immer noch gleich aussehen. Auch bei Jüngeren, sage ich mal, in den Spielen ist das echt oft so. Dass die nach, weiß ich, viel zig Jahren noch immer genauso aussehen wie vorher. You're the only family I've got. From the moment I first held you, da, sogar als ein kleines Baby sah er schon so aus, der alte Opa hier. Guck mal, guckt euch das an, das ist doch echt total lustig. Ist auch bei den heutigen Spielen einfach immer noch wirklich so, so in manchen jedenfalls. Aber ich glaube, jetzt habe ich die ganze Stimmung kaputt gemacht in meinem dazwischen Gelaber. Ich konnte nicht, tut mir leid. Aber das musste raus. Someday, I'm gonna save everyone on this planet. Alles klar. I can't let Rosa remain in slavery forever. Ich nehme dich beim Wort. Then I'll stay here, hoping and praying for your success.
My success. Take care of yourself, Chester. Chester. Ja. Ich mach mal einen Schnitt, ne? Leute, bis gleich.